So, und jetzt tick mal alle nochmal aus. Du auch. Und dann gehen wir hier Gas. Ach, kommt schon. 5 Minuten noch. Ja, das ist am schicktesten. Tja, das ist halt auch so super. Die kommen raus und sind tot. Dann haben wir hier noch Gimli. Der springt mal wieder. Bums. Jetzt ziehen wilde Menschen durch die Westfurt und brennen alles nieder. Jo. Tja, Elben können wir leider keine produzieren. Mist. Ja, und die fangen jetzt halt auch hier an, wieder alles zu zerstören. Das schaffen wir halt nicht. 4 Minuten 35, so eine Horde von Leuten hier. Können wir die alle kaputt machen, wenn wir einfach nur hier oben stehen? Das weiß ich halt nicht. Ich meine, probieren geht über studieren. Schlechter wie jetzt bisher überall kann es nicht werden. Wie könnte man denn die daran hindern, dass die... Ah, mit den Leitern. Okay. Jetzt machen wir mal noch was anderes. Und zwar nehmen wir unsere Helden und versuchen die Leitern schon zwischendrin fertig zu machen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe halt ein bisschen so Angst. Eigentlich solltest du die Sturheit der Zwerge langsam. So, okay, Moment. 1 haben wir hier. Dann machen wir euch auf 2. Euch auf 3. Und euch auf 4. So. Genau, hier haben wir die Reiterhelden. Dann nehmen wir noch das Bataillon dazu. 7 war's, gell? Genau. So, wir kommen jetzt einfach mal da runter. Und stellen uns mal hierher. So, jetzt kommen wir mal schnell hierher, dass ihr die Waage mithelft, so kaputt zu machen. So, Gimli, spring mal. Bums, gut gemacht. So, und jetzt die Reiter kommen mal mit und gehen auf die Leitern. Das wird leider so nix. So, mach die Leiter kaputt. Los! Ihr sollt die Leiter kaputt machen. Gut, aber jetzt sind wenigstens nur... Ah, yeah. So. Sehr gut. Sehr gut. So, bisher haben wir die Leitern alle geschafft. So, komm, auf die Leitern, Leute.
Los! Mach die Leitern kaputt, mach die Leitern hin! Freunde, gut. Okay, Hammer. Hammer. So, ihr kommt jetzt alle hierher, macht mal die Leiter hier kaputt. Ihr sollt die Leiter kaputt machen, los! Und dann die hier. So, und dann machen wir hier ein Tor rein. Und ziehen mal die Helden hier zurück. So, und jetzt kommen nämlich hier keine Leitern mehr. Jetzt können wir sie nämlich bequem hier unten abschießen. Das ist schon mal super. Das war knapp, das war eng. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, mach da oben mal die hier kalt. Okay. So, jetzt sammelt euch mal hier. Dann machen wir mal den hier. Heilen wir uns mal geschwind. Und geht dann in den scheiß Brunnen hin. So, und dann machen wir hier weiter. Und schauen, dass... Gut, die erste Welle haben wir relativ gut überlebt. Ach, shit, das haben wir vergessen. Toll, klasse. Gut. Dann machen wir mal davor schon mal... Bauen wir mal hier welche. Gut, jetzt müssen wir mal wieder schauen, dass wir die Leitern herkriegen. Leitern wegkriegen. So lang. Das passt noch alles so lang. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Okay, wo sind jetzt die neuen Leitern? Da. Okay, dann reiten wir mal raus. Und gehen mal auf diese Leiter hier. So. Oder Ablenkung ist auch immer gut. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen. So, jetzt ist das da. Gut, Aragorn, kämpf. Du kämpfst, du kämpfst. Ja. Okay. An die Bögenlandvolk. Ach, shit. Na, Mist. Okay. Dann hier oben. Ach, da hätten wir jetzt schon lange Pferde bauen müssen. Okay. An den Brunnen zurück. Los. Und die Helden auch an den Brunnen zurück. So, und ihr seid jetzt also hier noch hier da. Ja gut, die Leiter. Macht mal hin, das ist ganz gut. Eigentlich solltet ihr euch jetzt auch damit zurückziehen. Das ist... Okay, kämpfen wir hier mal ein bisschen. Ja gut, das brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Komm, Stallungen. Stallungen, Rohan-Stallungen. Weg damit. Rohan-Stallungen. So, Atelas, ein bisschen mal. Rohan-Stallungen. Und los, Gimli. Und gleich weiter. Du auch, Schwertmeister. Und Elendil erstmal. Zack. So. Du bist auch mal wütend hier und machst mal dein Horn.
So. Ja, gut, dass wir die Stallung jetzt nutzen können. Gut. Dann bauen wir mal euch hier. Und unsere Reiterhelden bauen wir hier auch wieder nach. So. So, wir haben jetzt 7 Minuten. Ja, das war jetzt natürlich. Ich gehe mal erstmal heim hier mit den Helden. Warum läuft hier so ein Umweg, Leute? Geht ja gar nicht. Oh, das Tor hier zuerst mal. So, und jetzt sind es nämlich gar nicht mehr so viele. Ach, Mist. Legolas, Boromir, das ist gut, dass die sich wenigstens alle gleichzeitig. Dass die wenigstens alle gleichzeitig herkommen. Komm, Helden! Wie? Sie halten inne. Da hält niemand inne. Das ist ja das Problem. So, perfekt. Einmal durchgeritten und wieder zurück. Ich könnte deine Schafsferde antreten lassen, bis an die Zähne bewaffnet und bereit. Wir sind bereit zu kämpfen. Wenigstens sind die jetzt erstmal damit beschäftigt, hier blöd rum zu, die Gebäude kaputt zu machen. Haltet die Augen offen! Haltet die Augen offen! Holt eure Waffen! So. So, jetzt reiten wir auch mal durch. Eieiei, das ist schon relativ schwer. So, Theodin auch zum Pferdchen. So, und Gimli macht mal nochmal seinen tollen Sprung. Boom. Sehr gut, und geh mal voll ab. Wir müssen sauber uns Streit macht herauskommen. Du auch. So, ja, du auch. Rein mit dir. So, oh, Party hier drin. Okay, das sind gar nicht mehr so viele, aber die Frage, ob wir das jetzt noch so lange durchhalten, bis da, wie heißt, Gandalf mit Eomer kommt. So, jetzt haben wir wenigstens alle Helden hier wieder. So, Gimli. Du machst mal den da. Und schreist mal Elendil rum, dass die mal weglaufen. So, die sind jetzt auf Rang. Ne, auf Rang 2. Aber das ist noch in Ordnung. Komm, wir halten jetzt erstmal raus. Machen wir nochmal Rabatz. Okay. So, kommen da jetzt auch wieder welche raus? Yep, sehr gut. Helden wieder beleben. Okay. Gimli, zack, spring mal rein. Zack, sehr gut. Und dann dein Schwertmeister. Aragorn, du auch. Und Boromir, du auch. So.
Und da haben wir auch wieder welche. Haben wir auch wieder Rohirrim am Start. Die können wir auch gleich wieder verheizen. Und jetzt brauchen wir nämlich nur noch 2 Minuten 50. Und wir haben die Armeen fast komplett zerstört, wie ich hier sehe. Das ist alles noch. Das könnten wir diesmal schaffen. Das könnten wir diesmal schaffen. Das könnten wir schaffen. Wir müssen Saurons Streitmacht herauslocken. Das ist lange. Ach, du stehst darum. Ah ja, das bleibt uns natürlich nichts. Hier machen wir eine auf Elendil. Dann hauen die mal wieder alle ab hier. So, Rohirrim. Mal durchreiten schön. Alle mitnehmen, die da sind. Ja, das geht ja voll ab, ey. Es läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, dass der zweite Bataillon auch noch kommt. So, 1 Minute 46 noch. So, und hier durch. Alle niederreiten, los! So, dann macht der Aragorn mal wieder seinen Atelas und heilt mal die Freunde. Gut. Und perfekt. Oh, da kommt nochmal eine Welle. Wieso kommt nochmal eine Welle? Ist ja voll schlimm. Aber die kriegen wir dann hoffentlich. Sind da Lanzen dabei? Nein, sind keine Lanzen dabei. Sehr gut. Die können wir dann mit der Armee von Eomer kaputt machen. Hoffentlich. Hä? Haben wir jetzt hier alle... Wir haben hier alle besiegt. Ist ja der Wahnsinn. Okay, dann bauen wir hier mal einen Brunnen her. Das Tor ist nämlich noch unangetastet. Und hier eine Heldenstatue. Und dann gehen wir nämlich mal hier runter. So. Her, da. Und hier. Ach, wir haben keine Rohstoffe mehr. Kann das sein? Jo, kann sein. Das heißt, ihr kommt auch mal da nach unten. Und gleich 20 Sekunden noch. Es wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn wir das früher, wenn die früher da gewesen wären, weil dann hätte man nämlich die noch schön zusammenreiten können. Aber komm, 4 Sekunden, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Los, 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 los. Wir reiten sie noch zusammen. Für den König! Für den König! So, auf die 3 und los. Wir reiten einfach mal dahin. Einfach mal vorbei an Freund und Feind. Und ihr könnt eigentlich schon mal das Lager hier kaputt machen. So, und wir reiten da mal komplett durch. Ja, ja, ist in Ordnung. Das könnt ihr machen, wenn ihr das wollt. Aber wir reiten hier jetzt erstmal alles nieder. So, und einmal alle fertig. Einmal alle kaputt reiten. Einmal heilen. Und wieder zurück. Aber jetzt kommen sie nicht alle schön zurück. Das ist sehr gut. Und einmal durchreiten. Einmal durch ganze Gebälk. So, den Berserker machen wir mal fertig hier mit euch. Du setz dich mal auf dein Pferd. So, zack, zack, zack. Durch, durch, durch. Ja, und ihr Lanzenträger habt unausgerüstet auch gar keine Chance. Was kommt jetzt nochmal eine Welle? Das gibt's ja gar nicht. Kommt mal hierher.
Ihr sollt daher kommen. Jetzt kommt nochmal so ein. Jetzt kommen nochmal welche. Aber die sind zum Glück nicht mehr so gerüstet. Nochmal mit Bomben. Was wollt ihr mit den beiden ganzen Bomben? Freunde. Hm? So, machen wir die mal auf 4 und dann kriegen wir das nämlich auch hin. So. Jetzt heilt euch schön, genau. So, dann würde ich sagen, geben wir mal wieder Gas. Sind unsichtbar, wenn sie geschossen sind. Oh, das ist schon wieder eine Riesenarmee, was da kommt. Aber die reiten wir wieder einfach platt. So, einfach einmal durch. Könnt eure Leitern aufstellen, so viel ihr Lust habt. Wenn keine Truppen nachkommen, die die Leitern verwerten können. Dann habt ihr Pech gehabt. So, komm Gandalf. Mach mal ein. Lass mal ein. Genau, genau so. So, Eomir ist schon auf Level 9. Das ist stark. Das ist sau stark. So. Du machst mal den Glamdring hier. Und das hältst du aus, das hältst du aus. Gandalf. Du bist der coolste von allen. So. Einmal durch hier. Hoi. Ihr seid auch nicht so richtig schön tot. So, Gandalf haben wir verloren. Nicht so schlimm. Da stehen jetzt eigentlich nicht mehr so viele. Und ja, es könnte sein. Wir schaffen es wahrscheinlich diesmal. Klar, müssen wir noch die zwei Lager hier kaputt machen. So. Freunde und Helden. Kommen wir mal hierher. Und dann machen wir hier mal alles kaputt, oder? Heilen uns hier mal geschwind. So. Gut. Gut, zerstöre alle Lager Isengards. Das kriegen wir hin. Okay, das erste Lager ist zerstört. Und dann lauf mal einfach mal weiter. Zum nächsten Lager. Und auf, warte mal, vernichte alle Urukais. Genau, da muss man nämlich die Leitern hier auch wieder kaputt machen. Die einfach so blöd rumstehen. Sollen sie hier rumstehen? Sollen sie verfaulen? Das könnt ihr dann machen. So, kommt mal mit. Mal die Leiter hier kaputt. Also, das ist mir schon mal passiert. Da habe ich die Mission gespielt und da stand irgendwo so noch so ein blöder Uruk auf der Karte rum. Und ja, dann wusste ich nicht, warum die Mission nicht beendet wurde. Aber dann habe ich ihn irgendwann gefunden und konnte ihn kaputt machen und dann haben wir gewonnen gehabt. So. Jo, wir haben sie verjagt. So. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Leitern kaputt. Und dann haben wir Helms Klamm geschafft. Puh. Das war dann aber ganz, 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 ganz knapp. Aber zumindest die Zitadelle hat keinen Kratzer abgekriegt. Da ist Eomir dann schon noch rechtzeitig gekommen. Hä? Wieso? Wer gibt uns da so voll auf die Nase?
So, und die Leitern. Hä? Ach so, das seid ihr, aber... Ach so, wenn die Leitern hier umfallen. Ja, wir haben gewonnen. Uhuhu, Party. Die Elben werden diesen Ruhmreichen. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yippie, sehr gut. Bonusziele erreicht. Helden sind alle aufgestiegen. Aufgestiegene Einheiten sind auch ein paar aufgestiegen. Sehr gut. Wir kriegen 40 Kommandärspunkte dazu. Das ist sehr gut. Das ist vor allem später für die Gondor-Mission sehr gut. Und eine Spezialfähigkeit. Klasse, klasse, klasse. Gesamtsieg. Uhu. Die höchste Wertung mal wieder. So, wir hatten viel besiegt. Der Aragorn ist voll abgegangen. Ja, Gandalf nicht so sehr, aber der ist ja erst später gekommen. Gimli. Gimli hat am meisten besiegt. Klasse. Muss man sagen. Stark, stark gemacht. Helms Klamm verteidigt. 40 Kommandos und eine Spezialfähigkeit. Oh, und dann geht's gleich nach Isengard. Isengards wurde vernichtet. Doch Saruman und seine verbleibenden Truppen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Ha ja, das müssen sie natürlich. Und dann würde ich sagen, ja, dann spielen wir Isengard das nächste Mal. Heute nicht mehr. Und dann würde ich mal sagen, da wir jetzt Helms Klamm erfolgreich verteidigt haben. Ersten, dritten Versuch, aber das macht ja nichts. Aber wir haben es erfolgreich verteidigt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, macht's es gut. See ya!